Eines Tages spielten Miffy und ihre Freundinnen mit dem Ball. Wollen wir mal sehen, wer von uns den Ball am höchsten werfen kann? Fragte Miffy und warf den Ball hoch in die Luft. Dann war Melanie dran. Und sie warf den Ball noch höher. Und auch Aggie warf den Ball. Aber nicht ganz so hoch. Da kam Poppy Pig vorbei. Hallo, ihr drei, sagte sie. Ich kann sehr gut werfen. Darf ich es mal versuchen? Bitte, sagten die Mädchen. Aber ich glaube nicht, dass du den Ball höher werfen kannst als wir, sagte Aggie. Poppy warf den Ball. Er flog hoch, aber er kam nicht wieder herunter. Das verstehe ich nicht, sagte Poppy. Habt ihr gesehen, wie hoch ich den Ball geworfen habe? Aber wo ist er? Die Mädchen lachten. Da oben im Baum, sagte Melanie. Du hast den Ball so hoch geworfen, dass er ganz oben im Baum stecken geblieben ist. Aber sie hatten Glück. Der Wind pustete den Ball wieder aus dem Baum. Gut, sagte Poppy. Mal sehen, wie weit ich den Ball werfen kann. Der Ball flog durch die Luft und fiel in einen Teich. Oh nein, sagte Poppy. Jetzt liegt euer Ball im Wasser und ich kann nicht schwimmen. Da sahen sie Miffys Vater kommen. Ich helfe euch, sagte er. Ich hole den Ball aus dem Teich und dann können wir ein Spiel machen und sehen, wer den Ball mit dem Fuß am weitesten wegschießen kann. Miffys Vater stieg in ein Boot, ruderte zur Mitte des Teiches und holte den Ball aus dem Wasser. Aggie, zeig mal, wie weit du den Ball schießen kannst, sagte der Vater. Dann versuchte es Melanie. Sieh mal an, sagte Miffys Vater. Das war schon sehr gut. Und jetzt ist Miffy dran. Gut, Kinder, sagte der Vater. Jetzt zeige ich euch, wie man den Ball richtig schießt. Poppy Pig war froh, dass sie nicht mitmachen musste. Aber sie guckte Miffys Vater genau zu, um zu sehen, wie man es richtig macht. Der Ball flog im hohen Bogen davon, genau auf Miffys Haus zu. Das Essen ist fertig, rief Miffys Mutter. Aggie, Melanie, Poppy und Miffy erschreckten sich furchtbar. Es tat Miffys Vater sehr leid, was er da getan hatte. Und er dachte, die Mutter sei bestimmt sehr böse auf ihn. Aber Miffys Mutter lachte und sagte, wenigstens der Ball ist pünktlich zum Essen gekommen. Jetzt möchte ich gerne sehen, wer von euch als Erster am Tisch ist. Es war ein schöner Tag. Die Sonne schien, die Vögel sangen und überall blühten bunte Blumen. Miffy dachte, das wird ein besonders schöner Tag. Mutter, sagte sie, es ist so schön heute. Darf ich Poppy Pig besuchen? Ja, Miffy, aber es ist ein weiter Weg und dein Roller ist kaputt. Du musst zu Fuß gehen. Es war wirklich ein weiter Weg und Miffy war froh, als sie endlich bei Poppy ankam. Sie wusste, dass Poppy immer ein paar leckere Kekse im Haus hatte.
Als sie an die Tür klopfte, konnte sie die Kekse fast schon schmecken. Aber es machte niemand auf. Da sah sie, dass an der Tür ein Zettel hing. Auf dem Zettel stand: Ich besuche meine Cousine und komme nächste Woche zurück. Na gut, dachte Miffy. Aber was könnte ich an so einem schönen Tag noch tun? Sie ging den weiten Weg wieder nach Hause. Ich werde Melanie anrufen, dachte sie. Sie ging zum Telefon und wählte Melanies Nummer. Melanies Mutter meldete sich. Kann Melanie mit mir draußen spielen? Fragte Miffy. Oh, es tut mir so leid, Miffy, sagte Melanies Mutter. Melanie liegt im Bett. Sie hat eine Erkältung und kann leider heute nicht mit dir draußen spielen. Ich weiß, dachte Miffy. Ich hole meinen Ball und dann spiele ich mit Schnuffi. Sie ging zu ihrem Schrank und holte ihren großen, bunten Ball. Schnuffi findet es toll, hinter dem Ball herzurennen, dachte sie. Sie lief so schnell sie konnte, um Schnuffi abzuholen. Sie freute sich darauf, mit dem kleinen Hund zu spielen. Aber als sie dort ankam, sah sie, dass Schnuffi tief und fest schlief, neben ihrem leeren Futternapf. Schnuffi machte ein Mittagsschläfchen. Miffy ließ ihren Ball auf und ab springen, auf und ab. Aber Schnuffi öffnete nur ein Auge und das auch nur ein kleines bisschen. Dann schlief sie einfach weiter. Die arme Miffy hatte immer noch niemanden, mit dem sie an diesem schönen Tag spielen konnte. Sie ging wieder nach Hause. Dann muss ich eben alleine spielen, dachte sie. Das kann auch Spaß machen. Ich lasse meinen Drachen steigen. Miffy holte ihren Drachen mit den hübschen Schleifen am Schwanz. Sie hielt die Schnur ganz fest und lief über die Wiese. Sie lief immer schneller, aber der Drachen hüpfte nur über den Boden. Es wehte kein Wind. Und ohne Wind kann kein Drachen in die Luft steigen. Miffy hörte auf zu laufen. Das sollte so ein schöner Tag werden, dachte sie. Aber alles geht schief. Ich werde einfach wieder nach Hause gehen. Zu Hause nahm sie ihr Lieblingsbuch aus dem Regal. Das ist etwas, worüber man sich immer freuen kann. Ein schönes Buch. Miffy lächelte, als sie die lustige Geschichte las. Das macht auch alleine Spaß, dachte sie. Jetzt ist es doch noch ein schöner Tag geworden. Immer wenn Miffy an Poppy Pigs Haus vorbeiging, bewunderte sie den schönen Apfelbaum in Poppys Vorgarten. Im Herbst waren die Blätter leuchtend bunt. Im Winter hatte er gar keine Blätter. Im Frühling war der Baum über und über mit weißen Blüten bedeckt. Und im Sommer bekam er kleine grüne Äpfel. Poppy, sagte Miffy an einem Sommertag, ich möchte so gerne einen von deinen Äpfeln probieren. Es ist noch zu früh, sagte Poppy. Die Äpfel sind noch zu klein und zu grün. Und sie sind noch zu hart. Du musst noch etwas warten. Als Miffy das nächste Mal an Poppys Haus vorbeikam, sah sie, dass die Äpfel größer geworden waren. Und jetzt waren einige von ihnen schon ein bisschen rot. Kann ich jetzt einen von deinen Äpfeln essen? Fragte Miffy. Noch nicht, Miffy, sagte Poppy. Die Äpfel müssen erst ganz rot sein, bevor man sie essen kann. Miffy war ganz aufgeregt. Es fiel ihr schwer, noch länger zu warten. Sie wollte zu gerne einen von den Äpfeln von Poppys Baum probieren. Es dauerte gar nicht lange, da waren die Äpfel schön groß und leuchtend rot. Die Vögel mögen bestimmt auch gerne rote Äpfel, dachte Poppy.
Ich muss die Äpfel pflücken, bevor die Vögel sie alle auffressen. An dem Tag machte Miffy sich nach der Schule so schnell sie konnte auf den Weg. Sie hoffte, dass Poppys Äpfel jetzt reif genug waren, um sie zu essen. Miffy stellte sich vor, wie gut sie schmecken würden und lief zu Poppys Haus. Endlich war sie da. Aber was war das? Alle Äpfel waren weg. Es hing kein einziger schöner roter Apfel mehr im Baum. Miffy lief zu Poppys Tür und klopfte an. Aber Poppy war nicht da. Wer kann bloß alle die Äpfel genommen haben? Überlegte Miffy. Sie guckte durchs Fenster in Poppys Küche. Aber da waren auch keine Äpfel. Da kam Poppy nach Hause. Oh Poppy, rief Miffy, jemand hat alle deine schönen Äpfel vom Baum genommen. Es ist kein einziger Apfel mehr da, den ich probieren könnte. Poppy sagte, ich war unterwegs, um Milch zu kaufen. Möchtest du nicht mit reinkommen und ein Glas Milch mit mir trinken? Oh ja, gerne, sagte Miffy. Aber was ist mit deinen Äpfeln? Nun, vielleicht habe ich ja eine Überraschung für dich, Miffy. Sie gingen in Poppys Haus. Als sie die Tür öffneten, kam Miffy ein köstlicher Duft von etwas frisch Gebackenem entgegen. Möchtest du vielleicht ein leckeres Stück Apfelkuchen zu deinem Glas Milch haben? Dann öffnete Poppy die Ofentür und nahm einen großen Apfelkuchen heraus. Sie stellte den Kuchen auf den Tisch. Er sah wunderbar aus und duftete himmlisch. Miffy staunte. Das war wirklich eine leckere Überraschung. Nun konnte Miffy doch noch herausfinden, wie die schönen roten Äpfel von Poppys Apfelbaum schmeckten. Miffy, Melanie und Grunty waren bei Boris und Barbara Bär zu einem Picknick eingeladen. Boris und Barbara wohnten im Wald. Sie gingen schnell den Waldweg entlang, denn sie waren alle sehr hungrig. Als sie bei Boris und Barbara ankamen, war Boris gerade dabei, Steine auf dem Boden zu einem Kreis zusammenzulegen. Und Barbara bereitete auf dem Tisch das Essen vor. Hallo Miffy! Hallo Grunty! Hallo Melanie! Rief sie. Ich tue gerade etwas Gemüse aus unserem Garten in den Topf. Das wird eine leckere Gemüsesuppe für unser Mittagessen. Hallo Miffy! Hallo Grunty! Hallo Melanie! Rief Boris. Ich werde die Gemüsesuppe kochen und ihr könnt mir dabei helfen. Melanie, kannst du bitte kleine Zweige aus dem Wald holen, mit denen wir das Feuer anzünden können? Grunty, hol bitte ein paar Stücke Holz von dem Holzhaufen hinter dem Haus. Damit brennt dann das Feuer heiß genug, um darauf zu kochen. Und Barbara sagte, Miffy, du kannst mir helfen, Karotten und Kohl für unsere Suppe klein zu schneiden. Jetzt hatten sie alle etwas zu tun. Es machte Spaß, aber sie wurden immer hungriger. Als alles fertig war, merkten sie, dass sie etwas Wichtiges vergessen hatten. Wir haben kein Wasser, um das Gemüse darin zu kochen, sagte Barbara. Miffy und Barbara gingen ins Haus, um Wasser zu holen. Als sie genug Wasser im Topf hatten, gingen sie wieder hinaus und stellten den Topf mit dem Wasser und dem Gemüse auf das Feuer. Es dauerte nicht lange und aus dem Topf stieg ihnen ein köstlicher Duft in die Nase. Als die Suppe anfing zu kochen, hörten sie, wie sie blubberte.
Das Blubbern hört sich an wie Musik, sagte Miffy. Ja, sagte Barbara. Wir können den Takt dazu schlagen. Und sie fing an, mit einem Holzlöffel leicht gegen den Topf zu schlagen. Das klang wie kleine Glockenschläge. Melanie stampfte im selben Takt mit den Füßen. Und Brunty nahm zwei Stöckchen und schlug sie zusammen. Ich hole mein Banjo, sagte Boris und lief ins Haus. Als er wieder herauskam und auf seinem Banjo spielte, fing Miffy an zu tanzen und alle folgten ihr. Immer um den Suppentopf herum. Mit dem Löffel, den Stöckchen und dem Banjo machten sie Musik und tanzten dazu. Sie waren ein richtiges Picknickorchester. Als sie dreimal um den Topf herum getanzt waren, war die Suppe fertig. Musik machen und tanzen hatte sie sehr fröhlich, aber auch noch viel hungriger gemacht. Als Barbara die Löffel und die Suppenschüsseln verteilt hatte, aßen sie alle ihre Musiksuppe mit großem Appetit. Es war die beste Suppe, die sie je gegessen hatten. Miffy und Aggie hatten eine Menge Spaß auf dem Spielplatz. Sie saßen auf der Schaukel und es ging immer auf und ab. Sie lachten und freuten sich. Auf und ab, auf und ab. Da kam Schnuffi auf den Spielplatz gelaufen. Sie wedelte mit dem Schwanz und bellte fröhlich. Guck mal, Miffy, sagte Aggie. Schnuffi möchte auch mal auf die Schaukel. Nein, nein, sagte Miffy. Kleine Hunde gehören nicht auf eine Schaukel, Schnuffi. Du würdest ganz sicher runterfallen. Du kannst auf dem Spielplatz herumtoben. Miffy und Aggie hatten keine Lust mehr zu schaukeln. Jetzt wollten sie Karussell fahren. Sie stießen sich mit den Füßen ab und das Karussell drehte sich rundherum, immer schneller und schneller. Und Schnuffi lief ganz aufgeregt um das Karussell herum, auch immer schneller und schneller. Guck mal, Miffy, sagte Aggie, während sie sich immer weiter drehten. Schnuffi möchte auch Karussell fahren. Nein, nein, sagte Miffy. Wir wissen, wie man Karussell fährt, aber du würdest ganz bestimmt runterfallen und dir dabei furchtbar wehtun. Kleine Hunde haben auf dem Karussell nichts zu suchen. Aber du kannst drumherum rennen. Das macht auch Spaß. Das Karussell wurde jetzt immer langsamer. Miffy und Aggie war ein bisschen schwindelig. Schnuffi wollte immer noch spielen. Sie versuchte, auf die Rutsche zu klettern, aber sie konnte sich nicht an der Leiter festhalten. Sie fiel von der Leiter und jaulte ein bisschen. Oh, Schnuffi, sagte Miffy, hast du dich verletzt? Ich habe dir doch gesagt, die Rutsche ist nichts für kleine Hunde. Auch auf einem Spielplatz muss man vorsichtig sein. Lasst uns ein wenig ausruhen, sagte Aggie. Sie setzten sich auf eine Bank. Jede von ihnen hatte von ihrer Mutter eine Tüte mit Keksen bekommen. Die wollten sie jetzt essen. Hier, Schnuffi, sagte Miffy, du kannst auch einen Keks haben. Kekse darf jeder essen, sogar kleine Hunde wie du. Miffy und Aggie lachten. Sie wollten nicht, dass Schnuffi traurig war, weil sie nicht mitspielen durfte. Du bleibst schön hier, Schnuffi. Aggie und ich gehen noch einmal zur Rutsche, sagte Miffy. Miffy kletterte die Leiter hoch und rutschte fröhlich lachend hinunter. Dann war Aggie an der Reihe.
sie machte es genauso. Sie mussten beide lachen. Sie hatten nicht gemerkt, dass Schnuffi oben auf die Rutsche geklettert war, ohne runterzufallen. Nein, nein, Schnuffi, rief Miffi. Das ist gefährlich. Rutschen sind nichts für kleine Hunde. Aber Schnuffi setzte sich hin, so wie sie es bei den Mädchen gesehen hatte, und rutschte runter. Sie landete in dem weichen Sand am Ende der Rutsche. Du hast es geschafft, rief Aggie. Du hast es wirklich geschafft, rief Miffi. Was bist du nur für ein kluger kleiner Hund? Miffi, 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 komm! Deine Freunde warten schon. Schnuffi, Grunty, Boris Bär, Papi Pig und viele mehr. Und zusammen glaubt